Hallo liebe Freunde von MFS Fußballtraining TV. Die Outdoor-Saison geht jetzt zu Ende und wir kommen langsam in die Halle hinein. Wir wollen euch zeigen, wie ihr alle unsere Übungen auch eben hier im Winter auch umsetzen könnt. Die meisten haben kleine Schulturnhallen, von der Dreifachturnhalle ein Drittel zur Verfügung oder eben in diesen Soccer Courts. Und wir wollen euch zeigen, wie ihr strukturell das am besten aufbauen könnt, dass ihr es auch in der Halle benutzen könnt. Wir wollen mal beginnen mit den Passübungen. Wir sehen jetzt hier das Spielfeld. Steht hier für die komplette Halle, ja, also hier außen sind eben die Banden und wir machen Passübungen, müssen wir aus dem Portal nehmen, die eher weniger Platz brauchen, das heißt die länglich aufgebaut sind. Hier zum Beispiel wäre eine klassische Übung, so habe ich zwei Spieler hier jeweils außen und die passt hier eben genau viermal rein, sodass wenn ich 16 Spieler habe oder auch mehr, kann ich das den kompletten Hallenboden hin aufbauen. Verteile hier zwei Spieler laufen aufeinander zu, führen eine Finte voreinander auf und spielen dann Doppelpass. Somit bringe ich praktisch die ersten 20 Minuten, eine Viertelstunde 20 Minuten, bringe ich eine Passübung rein, die hier locker fünfmal reinpasst und ich bin fünfmal vier, habe ich dann 20 Spieler für 20 Minuten wirklich gut beschäftigt. Wir wollen uns mal anschauen, wie wir mit 16 bis 20 Spielern am besten einen Koordinationsparcours aufbauen. Hier empfiehlt es sich eben, die beiden Spielfeldhälften hier zu unterteilen. Und jetzt haben wir praktisch hier ein Hütchen in den Ecken, bauen praktisch den Koordinationsparcours, zum Beispiel eine Koordinationsleiter hier seitlich auf, hier drüben auch. Ob man einen Koordinationsleitern oder Ringe braucht, ist dann wirklich jedem selber überlassen. So, baue das praktisch das Ganze viermal auf. So, und jetzt kann ich je nachdem, ob ich 16 Spieler oder ob ich 20 Spieler habe, kann ich eben hier zwei und hier zwei oder drei, hier jeweils drei Spieler und zwei und dasselbe hier auch wieder, zwei, drei Spieler und zwei Spieler. So, und der Ablauf ist, hier hat jeder Spieler auch einen Ball in den Ecken, hier einen Ball, hier vorne einen Ball, hier geht man zum Beispiel mit einem Ball in der Hand, laufen praktisch alle vier Parteien gleichzeitig durch, laufen hier durch, schmeißen den Ball hoch, stoppen den Ball, Dropkick nach außen, spielen einen Flugball Richtung Tor und erhalten dann einen zweiten Ball diagonal. Am besten ist diagonal, weil dann die Distanz natürlich ein bisschen größer ist und ich einen sauberen Flugball spielen kann. Und wenn man hier zum Beispiel hier eine gedankliche Linie einzieht, lenkt dann dieser Spieler praktisch den zweiten Ball nach außen, um dann nochmal aufs Tor zu schießen. Das ganz einfach, damit wir nicht mit der anderen Gruppe kollidieren. Der auf der anderen Seite läuft hier durch, stoppt den Ball, Dropkick hier nach außen, spielt den Flugball ins Tor und erhält den Ball hier rüber. Entscheidend ist, dass der Spieler dann, der jetzt den Flugball gespielt hat, stellt sich praktisch diagonal an und dieser Spieler stellt sich auch diagonal an. Die Spieler, die aufs Tor geschossen haben, müssen schnell aus dem Zentrum herausweichen, um den Raum für die anderen Spieler wieder frei zu machen, gehen dann praktisch außen vorbei, achten auf die anderen, die schießen, um sich den Ball rauszuholen und dann weiterzugehen. Das Optimale an diesem Aufbau ist natürlich auch, dass ich dann diese Gruppe gegen die im Wettkampf eben durchführen lassen kann. Hier trainiere ich beide Füße. Es fliegen natürlich viele Bälle durch die Gegend, aber es ist absolut kontrollierbar, von uns auch selber auch schon getestet, funktioniert einwandfrei und auf diese Weise kann ich in einem Koordinationsparcours auch nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten alle meine Spieler beschäftigen und sinnvoll beschäftigen. Okay, nehmen das mal schnell raus. Ähnlich verhält es sich eben mit einem Technikaufbau. Ich könnte hier zum Beispiel diese klassischen Dribbeltechnikübungen aufbauen. Die baue ich auch eben hier viermal auf, in alle Richtungen. So, mit jeweils Hütchen hier im Eck drinnen. Und jetzt beginnt eigentlich hier dasselbe Spiel. Die Linie kann ich entweder mit Hütchen hier einführen oder den Spielern eben mitteilen als Gedankenstütze. So, dann fange ich hier an mit ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, vorlegen. Dann spielt der Spieler praktisch einen Flugball hinein und erhält dann wieder den zweiten Ball, den er nach außen lenkt, um dann entweder per Effetball abzuschließen oder per Flugball oder einen Spannschuss zu haben. Auch hier die Aufteilung wieder zwei unten, drei oben. Wenn ich 16 Spieler habe, würde ich eben zwei und zwei machen, so gestalten, dass der Durchlauf eben am besten ist. Wenn ich hier unten drei habe und hier oben nur zwei, dann entsteht kein sauberer Durchlauf. Deswegen oben immer mehr und unten eben dann weniger. Und das baue ich hier auch wieder in alle vier Richtungen auf. Dann habe ich eben 16 bis 20 Spieler, habe ich dann hier eben, die eine saubere Technikübung durchführen. Das kann ich hier auch wieder im Wettkampf gegeneinander durchführen lassen.
Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, zu Spielformen. Spielformen ganz einfach, wenn ich jetzt 20 Spieler habe, dann kann ich ja auch hier meine Hallenmitte hier als Trennlinie nehmen, kann hier zum Beispiel auch viele Schuhturnen haben diese Bänke drinnen, die kann ich einziehen, damit die Bälle eben praktisch nicht in die andere Spielform reinkommen, oder ich stelle mich als Trainer mit Co-Trainer hier dazwischen und hier kann ich praktisch sämtliche Spielformen machen, ob das jetzt ein 5 gegen 3 plus 1 ist oder ein, können Sie mal aufbauen, wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Spieler habe, dann hätte ich hier zum Beispiel, die könnte ich die Spielform nehmen, 4 außen, und dann spiele ich hier 1, 2, 3 gegen 3 auf Ball halten, hier habe ich eine Trennwand drinnen und baue hier drüben praktisch dieselbe Spielform wieder auf und habe hier praktisch genau denselben Ablauf. So, und damit hätte ich 20 Spieler praktisch in zwei Hälften super beschäftigt. Ich brauche einen Trainer hier, wenn ich keine Trainer habe, dann lege ich eben alle Bälle hier an eine Seite und sage immer dem äußeren Spieler, dass er praktisch die Bälle einspielt und ich als Trainer spiele von der anderen Seite die Bälle ein. Damit habe ich eben 20 Spieler, die parallel eben eine Spielform machen. Hier sind natürlich auch andere Spielformen möglich. Ja, ich könnte jetzt mal, hier sind praktisch fast alle Spielformen. Ich könnte hier drinnen auch, was ihr im Portal findet, auch eine Pressingmaschine spielen, die überhaupt kein Problem darstellt. Oder ihr spielt zum Beispiel 6 gegen 3 plus 1. Ja, dann habe ich eben hier außen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler, habe drei Fänger sozusagen drin und einen neutralen. Dann spiele ich eben 6 gegen 3 plus 1 auf beiden Spielfeldern. So, also diese ganzen Spielformen, die abgedeckt sind, kann ich spielen. Auch ein Ping-Pong wäre möglich, indem ich das praktisch fast ganz nach außen ziehe, die äußeren, und spiele dann eben hier ein klassisches Ping-Pong auf beiden Seiten. Kann ich auch eben, wenn man es die Breite anlegt, kann ich fast die ganze Hallenbreite benutzen. Dann baue ich das Ganze eben so auf. So, und jetzt kann ich hier ein Ping-Pong, hier zwei neutrale, und hier drinnen spiele ich zum Beispiel 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 auf Ball halten. Ja, 1, 2, 3. 4 gegen 1, 2, 3, 4 und jetzt den Ball von einer Seite zur anderen Seite bringen, und das baue ich auf beiden Seiten auf, habe ich auch 20 Spieler beschäftigt sozusagen. Für das Abschlussspiel gibt es dann eben unterschiedliche Möglichkeiten und Varianten. In vielen Schulturnhallen gibt es zum Beispiel auch Treppen, ja, das heißt, ich kann sagen, wir spielen zum Beispiel spielen jetzt hier im 6 gegen 6 oder im 6 gegen 6, das ist natürlich viele Spieler und wenig Raum, das heißt, ich könnte zum Beispiel ein Spiel mit zwei Bällen machen und mit den restlichen 6 Spielern, die machen draußen zum Beispiel im Vorraum, baut ihr einen kleinen Koordinationsparcours auf, den die Spieler durchlaufen und die dann praktisch die Mannschaften eben dann durchwechseln. Also ich spiele hier praktisch 6 gegen 6 und habe draußen nochmal 6 Spieler und diese 6 Spieler machen dann einen Koordinationsparcours mit dem Co-Trainer oder mit einem selber, und hier drinnen wird eben 6 gegen 6. Wenn man es möglichst intensiv haben will, kann man das Ganze auch mit zwei Bällen spielen, dass ich immer zwei Bälle im Spiel habe. Dann liegt der Schwerpunkt natürlich mehr auf offensiven 1 gegen 1 und Doppelpässen als im strategischen Spiel. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn ihr das Tor hier einziehen könnt, ist, dass ihr sagt, wir ziehen das Tor hier einfach bisschen nach vorne. Achtung, ihr müsst das Tor sichern, dass es nicht umfällt, und baue dann hier praktisch eine Linie rein, oder mit diesen Schulbänken, die kann ich hier in die Seite auch hinstellen. Dann könnte ich hier zum Beispiel ein 5 gegen 5 spielen. 5 gegen 5. Und hier drinnen kann ich hier zum Beispiel entweder einen Koordinationsparcours mit Volley schießen oder mit Kopfball machen, oder ich könnte auch hier rein theoretisch im 4 gegen 4 spielen. Genau, kann ja hier auch jeweils einen Auswechselspieler haben, das ist dann eben kein Problem, die dann draußen zum Beispiel Kräftigungsübungen machen, die dann hier irgendwelche Liegestütze machen oder Telemarks oder sowas machen hier an der Seite, zum Beispiel auch auf den Bänken oder über die Bänken drüber laufen, und dann wechselt man hier praktisch einzeln die Spieler ein. Also wie ihr seht, das ist nur eine Frage der Organisation, auch wenn wir wenig Platz in den Hallen haben, wenn wir es strukturell sauber aufbauen, dann haben wir eine super Möglichkeit, hier den ganzen Winter durchzutrainieren und den Jungs einfach auch ein tolles, abwechslungsreiches Training zu bieten. Und genau, schaut einfach rein bei uns bei MFS Fußballtraining TV. Fast alle Übungen sind umsetzbar, auch in der Halle. Und jetzt wünschen wir euch wahnsinnig viel Spaß in der Hallenzeit.